Heute erinnert eine Holzfigur an den Humboldt-Pinguin mit der Nummer 53, ein Exemplar wie dieses. Direkt neben dem Gehege, aus dem das 10 Monate alte Jungtier vor rund einem Jahr verschwunden ist. Vielleicht waren es die Marder, die hier ja angeblich ihr Unwesen treiben. Also ich glaube nicht, dass es ein Mensch war. Vielleicht war es ja ein Fuchs oder so. Oder aber doch ein menschlicher Dieb. Wie das Tier abhanden kam, die Fahndungen führten ins Leere. Ja, das weiß ja keiner so genau. Auch die Untersuchungen des Chemischen und Veterinärsuntersuchungsamtes in Karlsruhe haben das ja nicht genau herausgebracht, wie das Tier weggekommen ist und vor allen Dingen, wie es zu Tode gekommen ist. Wir wissen nur, dass es letztendlich einen sogenannten postmortalen Tierfraß gab, dann an dem schon bereits verendeten Tier. Sprich, ein Tier hat den Pinguin nach seinem Tod so sehr zerfleischt, dass eine weitere Obduktion unmöglich war. Wir müssen halt mit dieser Ungewissheit leider leben. Wir hätten schon gerne gewusst, was genau passiert ist, aber das wird ja dann in Zukunft auch nicht mehr vorkommen. Denn der Zoo hat seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Der Elektrozaun ist nun höher. Zusätzlich wird das Gehege mit 2 neu installierten Kameras videoüberwacht, damit zumindest die verbleibenden Pinguine sicher sind. Denn immerhin sind die fischigen Frackträger die Stars im Mannheimer Luisenpark. Warum findest du Pinguine toll? Was machen die Pinguine? Pitschpatsch. Genau, ich würde sagen, das ist das Tolle dran. Ja, die sind nicht so putzig, ne? Ja, einfach putzige Tiere und wenn sie so watscheln, ja, sehr schön. Und watscheln sollen hier in Zukunft noch ein paar Pinguinfüße mehr. Sie sind ja schon in Frühlingsstimmung und die Paarungszeit geht jetzt bald los. Insofern sind wir guten Mutes für die Zukunft. Je mehr Nachwuchs, desto größer ist das Zeichen. Hoppla, hier sind wir zu Hause. Und auch wenn es Wildtiere sind und man sie nicht berühren oder gar mitnehmen darf, eines ist von Nummer 53 immerhin geblieben: ein Pinguin zum Spielen und Anfassen.